Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen für den PC. Im letzten Part haben wir Costa verprügelt, um hier ein bisschen Schutzgeld rauszukriegen. Und haben ein bisschen was von dem Schutzgeld dann auch gleich bezahlt, damit Martha da oben ein schönes Bett hat, um dort zu pennen. Ja, das war's an sich. Mehr haben wir nicht gemacht. Ansonsten haben wir keine aktuellen Quests mehr. Oder? Ach doch, klar, Schutzgeld für Josh. Von Josh, nicht für Josh. So, ich habe das gerne auf alles eingestellt. So. Bei Josh kann man also noch ein bisschen Schutzgeld kriegen, eventuell. Vielleicht. Na gut. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Okay, da brauchen wir einen richtigen Schlüssel. Den haben wir nicht. Also gehen wir mal eher... Hey, du! Carlos will mit dir sprechen. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Okay, gehen wir zu Carlos. Bitte. Kein Problem. Nee, Moment. Nicht hier lang, sondern hier lang. Könnte ich nicht auch irgendwie rennen? Oder ist das schon Rennen? Ich weiß es nicht mehr. Nee. So ein Cheat. Das ist auf jeden Fall nicht Rennen. Na, dann wird das Rennen sein. Egal. So, gehen wir erstmal hier hoch. Weil wir sollen zu Carlos. Und Carlos ist da oben, das weiß ich. Oben im Wachhaus wurde ja gesagt, ne? So, sind hier noch irgendwelche Pflanzen zum Mitnehmen? Nö. Na gut. Hier noch irgendwas an Pflanzengezeugs? Auch nicht. Auch nicht. Ah, nee, das ist ein Ordenskrieger. Du bist keine Pflanze. Du bist ein Ordenskrieger. Ein kleiner Unterschied. Zwar nicht vom IQ her, aber... Naja. So ein Mana-Pilz. Na, den nehmen wir doch mit. So, hier haben wir auch noch was. Du bist eine Beere. Okay. So, und hier haben wir eine Heilpflanze. Na Mensch. So, und hier ein wenig Reiselust. Ein Ruinenschierling. Nicht Reiselust. Reiselust sieht anders aus. Ist aber mindestens genauso nützlich wie ein Ruinenschierling. Halt. Kein Zutritt. Mach schon Platz. Carlos hat mich rufen lassen. Ah, tatsächlich? Ja, kannst ihn ja fragen, wenn du mir nicht glaubst. Okay, okay, schon gut. Du kannst reingehen. Was ist das für ein Gebäude hier? Das hier ist unser Wachhaus. Carlos, unser oberster Ordenskrieger und Kommandant der Stadt, hat hier seinen Sitz. Okay, und wie bist du bitte Ordenskrieger geworden? Wie bist du Ordenskrieger geworden? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Die Zwangsrekrutierten bleiben meistens in der Vulkanfestung oder werden in die Tempelruinen geschickt. Der Wachdienst hier ist zwar auch kein Zuckerschlecken, aber immer noch besser als in den Ruinen verheizt zu werden. Sie haben mich sogar gefragt, ob ich Magier werden will. Naja, bin dann doch Rekrut geworden. Magie liegt mir eben nicht so gut wie der Kampf mit dem Stab. Kampf mit dem Stab, nicht meine richtige Waffe. Nee. Stab. Pfeh. Hey. So, da bist du also. Wird auch langsam Zeit. Kennen wir uns? Dein Ruf eilt dir voraus. Schon als du diese Stadt betreten hast, hörte ich von dir. Die einen sagen, du würdest als Spitzel für Don Esteban arbeiten. Die anderen wiederum behaupten, dass du dem Orden der Heiligen Flamme beitreten willst. Wenn ich dich so ansehe, scheint mir, dass dein Geist noch unentschlossen ist. Alles, was ich sehe, ist ein junger, kräftiger Mann mit Tatendrang. Ich kann mich natürlich auch irren. Also, klär mich auf. Was willst du in meiner Stadt? Ich habe keine Ahnung, was du jetzt von mir hören willst. Ist das so? Nun denn, dann erkläre ich dir jetzt mal, wie das hier läuft. In dieser Stadt herrscht das Gesetz des Inquisitors Mendoza. Und ich bin seine rechte Hand in dieser Stadt. Das bedeutet, ich bin das Gesetz dieser Stadt. Jeder Störenfried und Verbrecher, der versucht, das Gesetz zu brechen, wird bestraft. Also, halte dich an meine Anweisungen und ich werde sehen, was ich im Gegenzug dazu für dich tun kann. Okay. Wie kann ich dich denn unterstützen? Wie kann ich dich unterstützen? Ich brauche loyale Männer, die in meinem Sinne handeln und mithelfen, diese Stadt intakt zu halten. Wenn du mir helfen willst, dann unterstütze mich, die verbrecherischen Banditen im Zaum zu halten.
Ich werde dir helfen, deine Stadt zu säubern. Nun denn, wenn das so ist, dann werde ich dir jetzt sagen, was du tun wirst. Geh und finde alle Banditen auf den Straßen meiner Stadt. Stelle sie und sorge dafür, dass sie keinen Schaden anrichten. Meine Wachen werden dir dabei helfen. Viel Erfolg. Und denk dran, ich werde dich beobachten. Wenn sich etwas Wichtiges ereignet, das dich deiner Aufnahme in unserem Orden näher bringt, werde ich dich rufen lassen. Was genau ist deine Aufgabe in dieser Stadt? Leider sind viele der alten Artefakte auf dieser Insel aus Gold und deshalb sehr begehrt. Es wird geklaut, was das Zeug hält. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die goldenen Artefakte in die Vulkanfestung gebracht werden. Jeder kleine Dieb und Hehler dieser Stadt will einen Teil des großen Kuchens haben. In dieser Stadt befinden sich immer noch eine ganze Menge Artefakte aus den Tempelruinen im Umlauf. Das allein ist nicht weiter schlimm. Doch leider werden viele davon immer wieder aus der Stadt geschmuggelt und verschwinden im Banditenlager des Don. Wenn ich bloß wüsste, wie diese Artefaktschmuggler das bewerkstelligen. Das Loch muss endlich gestopft werden. Wie stehst du zu den Banditen von Don Esteban? Vor unserer Ankunft hatte Esteban großen Einfluss in dieser Stadt, aber als wir kamen, ist er gewichen. Jetzt versteckt sich der Banditenkönig irgendwo jenseits dieser Mauern. Ohne ihn sind seine Leute nur ein loser Haufen von Landstreichern und Gesetzlosen. Ich beobachte sie. Solange ihre Zahl überschaubar bleibt, haben sie keine Macht. Das kann sich allerdings schnell ändern. Deshalb müssen wir wachsam bleiben. Ja. Welche Zukunft siehst du für diese Stadt? Sie ist intakt und sie wird es auch noch so lange sein, wie die Zahl derer, die nicht dem Gesetz folgen, klein bleibt. Sollte allerdings das Verbrecherpack versuchen, die Oberhand über die Stadt zu erringen, müssen wir etwas dagegen unternehmen. Jeder hat dem Gesetz des Inquisitors Folge zu leisten. Ja, so ein Unfug, den der da redet. Naja, nehmen wir hier erstmal die rostigen Schwerter. Weil damit können die hier eh nichts anfangen. Und es stört mich auch keiner dran. Von daher machen wir. So, wird scheinbar nicht als Diebstahl anerkannt. Von daher alles gut. Ich bin kein Schmied. So, schauen wir doch mal hier rein. Was wir hier so finden, hier finden wir zum Beispiel einen Apfel. Lecker. Njam, njam, njam. Äpfel. So, da die Truhen kann ich garantiert nicht öffnen, weil die bestimmt verschlossen sind. Deswegen versuchen wir es gar nicht erst. Bringt eh nichts. So, was haben wir hier hinter der Tür? Eine Truhe. Okay, noch ein rostiges Schwert. Nehmen wir alles mit, lässt sich alles verkaufen. Zwar nicht allzu gut, aber immerhin. Ein bisschen Geld ist besser als gar kein Geld. So. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, die ist auch verschlossen, war zu erwarten. Aber, ja, mal versucht, ne? So, hier sind noch ein paar rostige Zweihänder. Nehmen wir alle sehr, 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 sehr gern mit. Ich glaube, Carlos Ring werde ich ihm hier lassen. Ich weiß nicht, wie er darauf sonst reagieren würde. Gut, da ist nichts weiter. Da oben drauf glaube ich auch nicht. Und daher lassen wir das gleich. Und hier ist hier noch was. Sieht mir nicht so aus. Okay. Dann lassen wir uns hier einmal runterfallen. Autsch. Egal. Hier haben wir ein Wasserfass. So, gut. Dann sind wir jetzt erstmal hier erfrischt. Und wollen weitergehen. So. Wir sollen ja jetzt die Banditen stellen. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Weil ich würde mich viel lieber mit den Banditen verbünden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Ordenskrieger ist so... Nee. Es ist einfach zu gefährlich. Lass mich raten. Du willst deine Waffe kaufen. Ein paar Klingen habe ich noch da. Reparaturen und Schleifarbeiten dauern länger. Also, was darf sein?
Wie laufen die Geschäfte? Seit wir den Auftrag für die Klingenstäbe des Ordens bekommen haben, läuft es richtig gut. Walter arbeitet inzwischen Tag und Nacht, damit alles fertig wird. Kann ich bei dir Schwertrohlinge bekommen? Nur das, was ich im Laden habe. Aber wenn du Eisenerz hast, kann Walter dir vielleicht weiterhelfen. Zeig mal, was du hast. So, dann wollen wir doch mal erstmal hier die ganzen rostigen Schwerter verkaufen. Ich meine, hier von dem rostigen Zweihänder, der Klingenschaden ist zwar ziemlich genial mit 30, aber braucht halt 30 Stärke und die haben wir nicht. Deswegen weg damit. Genauso hier die rostigen Schwerter, die Knüppel, der stabile Ast. Ist mir alles ziemlich egal. Das ist eine der Holzschilde, die beiden kleinen Schilde. Haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir verkaufen können? Die Fackeln behalte ich mal. Genauso Wasser und Milch. Ne, das passt so. Okay. Dann holen wir uns hier. Ich brauche irgendwas für 0,2. Komm, irgendeinen kleinen Scheiß. Irgendeinen kleinen Scheiß, der mir 0,2 oder 1,2 oder sowas Gold beschafft. Nee. Nix. Nichte. Hm. Na gut, dann nicht. So, ich hole mir hier schon mal einen Schmiedehammer, weil ich den auf jeden Fall brauchen werde. So. Okay, hier mal ein bisschen schauen, aber ist nichts wirklich Interessantes dabei. Gut, Warenkorb handeln. Gib mir mal Gold, Dankeschön. So, dann wollen wir doch mal kurz mit Walter sprechen. Ja? Wie läuft's bei dir? Du hast wohl zu viel Zeit. Seit dem Gesetz des Inquisitors stecke ich bis zum Hals in Arbeit. Alvaro lässt mir kaum noch Zeit, mal in Ruhe ein Bier zu trinken. Keine Ahnung, wie lange ich nicht mehr geschlafen habe. Erzähl mir was über Alvaro. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss arbeiten. Mach doch mal eine Pause. Und wer macht dann meinen Job? Du? Na, ich kann's ja mal versuchen. Und was glaubst du, wird Alvaro dazu sagen? Ich denke, er wird es begrüßen, wenn sein Schmied wach und ausgeruht arbeitet. Das Einzige, was Alvaro begrüßen würde, ist eine weitere Truhe voll Gold. So ein geldgeiler Sack. Alvaro nimmt dich ziemlich ran, was? Manchmal glaube ich... Oh, verdammt. Wenn Menschen Angst haben, schärfen sie ihre Schwerter. Und die Arbeit bleibt an mir hängen. Naja, Hauptsache es gibt Bier. Na gut, wollen wir auch mal mit Alvaro nochmal quatschen? Weil Walter ist ein bisschen überarbeitet. Dein Schmied arbeitet ziemlich hart. Tja, die Geschäfte laufen gut. Viel Arbeit, aber auch viel Gewinn. Du solltest Walter eine Pause gönnen, sonst bricht er noch zusammen. Ach was, er ist stark wie ein Oger. Aber auch ein Oger kann nicht ewig arbeiten. Hm, weißt du was? Du hast recht. Aber die Arbeit muss trotzdem getan werden. Was brauchst du? Hier im Händlerviertel laufen zwei Knechte rum. Und hier ist ein Beutel voll Gold. Finde die Knechte, bezahl sie und sag ihnen, sie sollen für mich arbeiten. Und dann gönnst du Walter eine Pause. Er soll noch den Klingenstab für Marcello fertig machen. Dann kann er sich ausruhen. Okay. Das klingt doch nach einem Deal. Hey, es gibt Arbeit. Was? Alvaro hat Arbeit für dich. Der Alte schickt dich? Was will er denn? Es gibt einiges zu schleifen. Ach so, na dann. So, das war der Erste. Ich muss gerade mal schauen, wo der zweite war. Das vergesse ich immer wieder. Gucken wir doch mal, wenn wir hier jetzt mal nach oben gehen. Wo wir dann
hinkommen. Nee. Aber hier haben wir ein Wildschweinfell, das wir sehr gut gebrauchen können. Oh, und ich sehe einen Bogen und Pfeile. Das finde ich doch sehr, sehr praktisch. So, okay. Yep. Also da war jetzt nichts weiter Interessantes, großartig. Ja, egal. So, das war der eine Knecht. Ist jetzt schon am Arbeiten, das ist sehr gut. Und hier ist gleich der, genau, hier ist der zweite. Hey du, es gibt Arbeit für dich. Hä? Alvaro braucht jemanden, der Holz hackt. Oh, na gut. Dann werde ich gleich mal loslegen. So, okay, Knechte sind beide nach Hause geschickt. Gute Nachrichten. Tatsächlich? Alvaro sagt, du kannst ein paar Tage frei machen. Wirklich? Hört sich so gar nicht nach ihm an. Er will nur, dass du den Klingenstab für Marcello fertig machst. Oh, das ist gut. Den Stab habe ich fertig, der liegt längst im Keller. Tja, dann danke für deine Hilfe. Wenn du mal was brauchst. Ich komme drauf zurück. Hey Mann, danke für die Pause. Eine Hand wäscht die andere. Ich brauche deine Hilfe. Worum geht's? Naja. Um den Klingenstab für Marcello. Ich habe ihn geschmiedet. Was hat das damit auf sich? Alvaro will sich mit diesem Geschenk beim Orden einen wichtigen Freund machen. Okay. Der Klingenstab wird bestimmt gut bewacht. Naja, sollte man eigentlich meinen. Aber... Das Kellerschloss ist alt und rostig. Es lässt sich mit einem Stück Draht aufbrechen. Und den Schlüssel für die Truhe trägt Alvaro am Gürtel. Ich würde mir über was anderes Sorgen machen. Also, worüber würdest du dir Sorgen machen? Über Alvaro selbst. Nachts schleicht er manchmal durchs Haus. Wenn er jemanden erwischt, kriegt derjenige ganz schön Ärger. Was würdest du jemandem empfehlen, der in den Keller will? Er sollte möglichst leise sein und falls Alvaro wach wird, so lange warten, bis der woanders ist. Okay, das sind doch mal nützliche Hinweise. Die wir auf jeden Fall noch benötigen werden. Hallo. Psst, mach nicht so ein Aufsehen. Sonst werden wir beide noch verhaftet. Was ist denn los? Psst, nicht so laut, Mann. Die weiße Wache da hinten wird schon aufmerksam. Wenn Hernandez mitkriegt, dass ich das Haus des alten Don beobachte, kriegt er mit Sicherheit das große Flattern. Die Weißen machen dir ganz schön zu schaffen, was? Ja, Mann. Hernandez, der Mistkerl, hat es sich da am Eingang so richtig schön gemütlich gemacht. Es scheint so, als würde er den Rest seines Lebens da als Wachposten verbringen wollen. Verdammt. Und ich sitze hier draußen bei Wind und Wetter wie so ein Arsch. Du bist im Auftrag des Don unterwegs? Du kannst Fragen stellen, Mann. Ja, ich habe einen Auftrag von Esteban und er wird äußerst ungehalten, wenn ich nicht tue, was er sagt. Wie du siehst, könnte ich Hilfe gebrauchen. Was genau ist dein Auftrag? Im Haus befindet sich ein altes Familienerbstück des Don. Es ist ein goldenes Amulett. Wenn es die Weißen in die Finger bekommen, bin ich geliefert. Jeden Krümel Gold bringen die Weißen in die Vulkanfestung. Esteban wird mich umbringen, wenn das Amulett dahin gebracht wird. Wo genau soll das Amulett sein? Esteban sagte was von einem geheimen Raum, den man angeblich über einen versteckten Schalter hinter einem Bild öffnen kann. Aber ich frag mich, wie man diesen Raum in dem riesigen Haus finden will, während die Weißen da herumschwirren. Erzähl mir mal ein bisschen über das alte Haus des Don. Es ist der riesige Bau da drüben. Die Weißen sind den ganzen Tag im Haus. Ich habe sie es selten verlassen sehen. Wenn man da einbrechen wollte, müsste man das schon nachts machen. Dann schlafen einige von ihnen. Du willst die Weißen bestehlen? Was heißt hier bestehlen, Mann? Wer hat sich denn fett in die Stadt gesetzt und macht hier schlechte Luft, hä? Das Haus und alles, was darin ist, gehört Don Esteban. Ich soll ihm zurückbringen, was ihm sowieso schon gehört. Ich werde dir das Erbstück beschaffen. Gute Idee, Mann. Hol mir das Ding, aber mach keinen Scheiß damit. Esteban wird mich töten, wenn es Hernandez in die Hände fällt. Wie willst du denn an den Weißen vorbeikommen?
Das überlege ich mir unterwegs. Na gut, ich warte hier. So, haben wir doch wieder mal eine neue Quest. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir da vorgehen werden. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Da schauen wir uns dann mal hier Don Estebans Haus ein bisschen genauer an. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.